Habe ich 60 FPS an meinem Monitor angemacht? Egal, keine Ahnung. Im Zweifel habe ich halt mehr Grip, ist auch okay. Du bist so gottlos laut bei mir, Junge. Bin ich? Ja, jetzt ich nicht kann mehr. Mich auch leiser stellen. Ja, also. Das habe ich schon gemacht. Welchen Platz ich hole, keine Platz. Ahnung. Ich mache jetzt F1 eSports Tactics. Ich fahre mit 60 FPS. Ich weiß, bei eSport ist auf 120 gecapped, aber egal. Ich fahre jetzt Time Trial Zeiten, Leute, passt auf. Der einzige Grund, warum ich in F1 immer ein schlechtes Gefühl hatte, war, weil ich mit viel mehr Herz gespielt habe als alle anderen. Weißt du, plötzlich sage ich auch so, oha, ist voll grippy jetzt, guck mal. Bin kein einziges Mal eingeschlagen bisher. Ich habe seit dem letzten Cup auch tatsächlich kein F1 mehr angefasst. Ach, Schrottspiel. Direkt quer gestanden. Ich habe vergessen, meine Pedale über Keyboard zu mappen. Ne, das mache ich bei meinem neuen Lenkrad. Das ich heute eigentlich auch auspacken wollte. Egal, eine Sekunde im Delta, yalla. Oh, Kaya gibt mir Windschatten. Yes. Ehrenmann. Ich gehe rechts weg, ne? Ich bleibe da dahinter. Na, Quersteher. Mama. Die ist gerade im Urlaub. Hört mich nicht. Und 2,5 Sekunden verbessert. Das ist P5. Nice. Ach, du fährst auch, ne? Ja. Okay, viel Erfolg. Danke. Halt die Fresse. Huiuiui. Gameplay laggt ein wenig. Aber nur ein wenig. Ja, man muss leider sagen, F1 laggt immer. Ja, ich kann es auf 240 stellen, aber... Hey, nein, Kaya, GG. Nice. Gamer, dankeschön für den Follow. Weißt du, was auch in einem neuen F1-Spiel eine richtige Innovation wäre? Einfach nur Reifen wechseln, ne? Aber nein, ich muss immer warten, bis... Quali? Ja, ich muss immer warten, bis dieser PC... Ich weiß gar nicht, ob man es darf. So, warten, bis der PC neu dran ist und dann... Oh Gott. Nein, ich hab Flügelschaden. Ja, war nicht gut. Meine Fresse, Alter, was soll das denn? Schade. Flügelschaden bringt nix. GG, Boy. Danke. Schade, schade. Mhm. Da hat jemand gestartet, bevor ich gestartet habe? Ja, ich weiß nicht. Wobei, das ist fein. Ich habe ja gesagt, dass wir starten. Legen wir los! Ich dachte, du hast gestartet, weil ich habe erst gedrückt, nachdem die Timer oben anging. Ich auch. Hey. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, weil das war... Alles gut. Ja, wir gehen rein, Leute. Auf ein gutes. Let's go. Let's go. Good luck. Jo, guten Luck.
Kfz Soft? Yep. Oh, da wird ein Ferrari gespinnt. Oh, okay, der Alpine. Könnte ruhig darauf achten, dass auch andere Autos mitfahren. Weiße halbe Norris-Start, jetzt bin ich direkt hinter meinen Teamkollegen zurückgefallen. Dabei bin ich doch nicht mal von Pol losgefahren. Milos, was machst du, Bruder? Ich weiß es nicht, was er macht. Noch nicht auf Temperatur. Ja, der Bre fährt irgendwie 17 Sekunden langsamer als die Spitze. Eieiei. Wir brauchen hier Teamorder, ich bin schneller als mein Teamkollege. Noch. Das heißt Mediums, ne? Ja. Glaubst du, die Software werden irgendwann nochmal besser als die Mediums? Ja. 3 Sekunden später. Ich bin in die Wand gefahren. Alles gut, Logan. Wir kriegen ein anderes Cockpit. Papaya Rules, genau. Er hat's Po angefasst. So, mein erster Cut, super, Runde 2. Nein, das ist nicht Kanada, ne? I know. Oh mein Gott! Oh, der Junge. Autospin-Curb. Aber schön, schön gesaved, ey. Danke! Ich wollte nur Windschatten von Martin. Unser Auto hat zu wenig Drag. Krieg ich nicht so einen guten Windschatten ab. So, erstmal Windschatten. Ich glaube, die Top 3 zu erreichen wird sehr schwierig. Oh, Nidos macht den Kaya. Sich überholen lassen? Nee, 3 Sekunden haben. Das hast du nicht mal in Kanada so schnell geschafft, glaube ich. Das ist krass, ja. Ah, erster Cut auch für mich. Karma. Wie das allgemein bei Rennpace ein bisschen langsamer, oder hat er gerade eigentlich ähnlich wie ich. Interesting. Ja, ich bin froh, dass ich überhaupt in den Top 10 unterwegs bin. Das in Bahrain war so eine Klatsche, ey. Da war es ja nicht nur beim Start irgendwie erwischt werden, sondern auch so. Oh, vorne ist was passiert. Ja, wenigstens tot. Wenigstens ist gegen die Boxenbarriere geknallt. Boxenbarriere? Ach, hier die Barriere links, bei der schnellen links. Ja, Kurve 3. Genau. Was für eine Boxenbarriere? Ach, Bruder. Ja, ja, ey. Oh, komm, Mann, ey, das hab ich geklippt. Geklippt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, geht man mit Mediums rein oder nicht? Also ich geh jetzt auf hart. Und fährst durch, oder was? Ja. Also laut dem Strategiebild dürfte ich easy mit den Harten durchfahren, aber sowas von easy. Okay, dann mach mal. Mach ich auch, tatsächlich. Ja, ich will's auch einfach nur sehen. Ich auch. Das Tolle ist halt, egal wann jetzt mit den Harten wieder ein Safety Car kommt, kann ich halt super schnell auf die Mediums gehen. So. Okay, Leute, geht weiter, ne? Yes. Ja.
Kaya hat die Chance genutzt und ist an die Box gefahren. Du bist Siebter oder so, ne? Achter. Achter. Stark. Okay, hier vorne geht's schon weiter. Ja, Reifen sind natürlich kalt. Weil Cody's auch dachte, ey, es wäre eine geile Idee, wenn wir das mit der Bremstemperatur, was eigentlich realistisch ist, dass es sich auf die Reifentemperatur überträgt, einfach rausnehmen. Aber ja. Auto fährt sich trotzdem okay. Boah, normalerweise, wenn man sowas sagt, passiert irgendwas Dummes. Dann tu es halt nicht. Ich probier's. Ich hab's geschafft. Jetzt Kurven überlebt. Ja, komm, fahr vorbei. Komm, komm, komm. Uiuiuiuiuiui. Ich hab am Start ein bisschen geschlafen. Echt? Ich dachte, du wolltest so vor dem Start ein bisschen schlafen. Akuren Zero ist auch schon an der Box gewesen, glaube ich. Genau. Ja. Das war der, den du nicht aufhalten wolltest, ne? Nee, ich konnte ja nicht rein, sonst wäre ich aufgehalten worden. Okay. Achso, du, ja. Ja, ja. Ich dachte, du hast ihn vorbeigelassen gerade, deswegen. Ja, das habe ich gerade auch getan. Okay. Ja, der hing mir direkt nach dem SS hinten dran, ne? Abfahrt, 15. Rückstand. Ja, Chris da vorne fährt halt in seinem eigenen Sonnensystem gerade, ne? Das ist crazy, wie schnell der ist. Ja, aber also von viel kommt auch viel. Das ist richtig. Eier hinter den beiden Williams, das ist fast wirklich wie in der echten Formel 1 hier. Norris hinter den beiden, hinter Colapinto und Albono. Da haben die beiden Mercedes nicht um den Sieg gekämpft. Hui. Ich weiß, wo ich kämpfen muss, aber nur nicht. Oh! Ja, klar, ja. Hör auf sowas zu sagen, bitte. Ich weiß, wo ich kämpfen muss. Hat Ben jetzt gegen dich gekämpft oder nicht gekämpft? Nein, ich brauch nicht, weil ich weiß, was passiert. Ja, ich hab mich gerade fast gedreht. Kannst du dich das nächste Mal bitte nicht nur fast drehen, sondern... Digga, wir sind Teamkollegen! Ja, und? Ey, Dave hätte gesagt, Sören hat schon eingeladen, hätte ich Kai aufgehalten. Okay, clear. Oh, Yellow hinter uns. Was? Sören war's. So viel zum Thema. Ah ja, Piastri und Norris sind auch Teamkollegen. Siehst du da irgendwie eine Synergie zwischen den beiden? Ja, aber wir mögen uns. Das ist der Unterschied. Ich weiß nicht, ob die beiden sich mögen. Ja, aber wir mögen uns. Ja, das weiß ich auch nicht. Die beiden könnten sich ja auch mögen. Ja, aber bei denen geht's nicht um Geld. Moment. Weiß nicht. Leute, subbt rein. Beweist Kaya das Gegenteil. Es geht um Schrauben. Hauptschrauben. Kauft Hubschrauber von Dave. Hubschrauber. Ja, aber die Zeiten sind okay. Was fährst du gerade? 31,9. Oh, du bist 13 schneller. Ja gut, mit DRS und Co. Ja, ich habe auch DRS. Ja gut, aber ich spare auch ERS an gerade, ne? Ey, Kaya, weißt du, was ein Brake-Test ist? Ja. Okay. Da kannst du es ja gleich an einem praktischen Beispiel erklären. Oh, ich muss halt alles an Energie nutzen, um im DRS zu bleiben, ey. Unangenehm. Ja, ich brauchte eher als Ressource, als dass ich jetzt an dir vorbeigehe, Dave. Dass ich halt vor Remo bleibe.
Also ich würde es eher so koordinieren, dass ich dich vorbeilasse und du halt Martin als Ressource nutzt, weil der pace-technisch ein bisschen besser ist. Warte mal, Boxenstopp-Runde ist schon längst announced. Hä? Wann musst du in die Box? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den Zeitpunkt verpasst. Dann fahr doch jetzt rein, geh auf Soft. Ich weiß nicht, die Softs. Da habe ich halt in der Karriere ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass mir die Harten eher liegen als. Ja, oder dann bleib halt zwei Runden draußen und geh dann auf Softs. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt auf Hard. Okay. Ich glaube, ich war in Bahrain. Ja, Corinthiro ist halt wirklich schnell, ne? Ja, das ist fast Chris-Niveau. Chris war jetzt an der Box. Ja, Chris ist auf Softs. Was hat er für Reifen? Ja, der geschrieben, dass Medium Hard schnellste ist. Die schnellste Strategie ist. Ja, wird aber mit Safety Car, ne? Ja, ja, nee, alles gut. Let's go, dran am Red Bull. Wenigstens zwei DRS gerade mit Chris mitgenommen. Let's go! 31,8. E6 und Nilos ist 6 Sekunden. Strafenbereinigt weg. Greift nicht an. Oh mein Gott. Da hat er mich fast in den Fehler getrieben. Beziehungsweise hat er. Nilos war in der Safety-Car-Phase drin, oder? Ja, mit mir. Danke. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt geht. Warum habe ich kein DRS auf Chris? Auch innerhalb der Sekunde. Oder Chat, was sagt ihr? Ich war doch innerhalb einer Sekunde. Also ich war doch safe im. Egal. Kann mich gerade nicht beschweren, ich bin gerade. Ist jetzt gerade ganz okay hier? Nein, ich. Liebes Karma, ich beschwöre mich nicht, Bitte, bitte. Beschwöre mich nicht. Oha, die DDs tun weh. Weiter Cut wegen bösen Curve. Ja. Ich glaube, Martin seine Softs lassen gerade nach. Der kommt auch nicht mehr näher an mich. Ja. Der ist gerade 32,4 gefahren. Ja, und Nilos muss an mir vorbei und 3 Sekunden wegfahren. Wird auch nicht passieren. Also schraube ich jetzt ein bisschen Pace zurück. Krass, ich glaube, Corenzio wird wahrscheinlich gewinnen. Das hat 6 Sekunden vor Chris. Was? Ne, 3 Sekunden, der hat noch eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh! Nilos hat einen Fehler gemacht. Nice. Aber nee, es war nicht Nilos, es war sein Teamkollege, Nilos ist dann. Ja. Nein! Das hat mich jetzt so irritiert, dass ich da den Apex komplett verpasst habe. Der Call mit den Harten war echt gut. Ja. Also, ich meine vor allem von Kaya, weil. Ja,
Komm mal, ey, alle sind auf Soft gegangen, also. Wie bitte? Sind auch alle auf Soft gegangen, also. Ich nicht, ich bin jetzt auf Ja, Harten. Ich weiß, aber der Rest aber ist auf... Aber die Harten sind halt nicht abgebaut, die haben halt nicht abgebaut, das ist stark. Ja, baut halt immer nicht ab. Bei 25% ja. Erstmal. Ja, deswegen sag ich ja, es ist ein guter Call gewesen. Achso, du hast mich nicht gedisst? Ich hab dich gelobt. Ja, danke. Mein Gott, ey. Da, nennt man, da merkt man, Wechseln war ein guter Call. Da merkt man KS Kindheit, da wird immer nur schlecht geredet. Mhm. Gut, Tesla, danke für die 52. Ehre. Moini. Oh, jetzt komme ich aber auch richtig ran. Martin Hiebel, 7 Zehntel verloren. 6. Ja, no risk, no fun, let's go. Auf geht's. Ich habe eh meinen Safe Spot für jedes Event, also. Ich kann Nilos raushauen, dann bist du noch P4. Nee, lass mal. Dem wirst du sonst nie los. Nein, 3-5. Ich habe wieder in der letzten Kurve gedödelt. Ah, aber er wird gerade auch wieder einen Ticken schneller. Eine Zehntel wurde er wieder schneller. Alter Sören. Also SS wird richtig rutschig gerade, Dave. Pass auf. Riesen Dank für den 43. Ehre. Ah, Dave ist so viel später in die Box gegangen als Luca. Ja. Ja, aber die gleichen Struggles gehabt wie ich am Anfang gleich. Kann auch einfach Track-Temps sein oder so, ja, keine Ahnung. Aber auch, weil ich komplett furchtbar durch die Kurven gefahren bin. All good. Das war wirklich einfach nur fehlendes Talent. Okay. Ich habe keine Probleme hier. Oh mein Gott! 180 Grad links war unangenehm. Ah, 3 Zehntel wieder liegen lassen, ärgerlich. Komm schon, you got it. Ey, ich hab schon 21 Sekunden, ich glaube, der wird noch letzter. Oh boy. Oh, das ist qualifiziert. Liegt das Rutschen an den Reifen? Ja, kann, muss aber nicht. Nein, 3 Sekunden. Oh. Ärgerlich, aber hey. Egal, keep pushing. Kann auch einen Fehler machen. Ja. Aber das kann, der kann sich auch nicht weit holen. Okay, Sören gibt DRS. Ehre. Hä? Ja, Sören gibt mir DRS. Der ist ghostet so, nice. Vor mir. Aber das Sören nicht verstanden. Ich dachte erst, du stammelst nur. 2-1, auf geht's. Puh. 21 Runden. Hart. Oh. Und ja. Korean Zero gewinnt tatsächlich. Stark, GG. Krass, Chris hat ihn nicht gekriegt. Crazy. GG auch an Chris. Du bist Dritter? Ja. GG auch an dich und. Danke. GG auch an Nilos und an Martin. Oh. Und auch an Benji hinter mir. GG auch an dich. Oh. Ja. Gerade mit den 3 Sekunden. Da hat aber schon ein bisschen Frust bestimmt gehabt, aber. Ja. Alter. Ich bin einfach nur happy, Alter. Ja, ist doch oh. Schön. Alter. Top 10 wieder endlich. Dave? Ja? Tut mir leid für Kurve 1. Ich hab dich da nicht gesehen. Auch alles gut. Alles gut. Dann. GG. GG. Alter. GG, Nilos. Oh, Leute, ey. Ich hatte den Stream ja offen. Nein, ich hab keinen Fehler gemacht. Ich hab nur ERS gespart. Ah, okay. Oh Mann, nice. Ach ja, Leute. Krasses Rennen, ey, war okay. Der Call auf die Softs in Runde 4 war, glaube ich, der beste Call, den ich machen konnte. Sieg war nicht drin, ich habe die Pace nicht dafür gehabt. Aber trotzdem ist doch ein cooles Rennen gewesen. Dankeschön, Dave, dass ich das zweite Mal dabei sein durfte. Von dem her, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo raushauen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und ja, Twitch-Chat. Die restlichen Folgen vom Kaya Cup kommen auch noch. Aber ja, herzlichen Dank, Leute. Peace.